Wenn du dir zwischendurch mal denkst, eine 180, das wäre geil. Und dann passiert das, dann ist es richtig geil. René Witzter mit der 180 im Spiel gegen Kevin Köstner. Gegen den jungen Überraschungsmann in der Radical Darts Van der League Jugendserie. Der spielt ja ganz vorne mit in der Tabelle. 85 Rest noch. Der Troublemaker gegen den Magic. Wir sind in Leg Nummer 1, gehen das Ganze gemütlich an. Und das ist die Spezialität vom Kevin Köstner, die Doppel 6. 1:0 also. Das Folgeleg hat sich dann René Witzter gesichert und wieder geht es über seine Doppel 6. 4:1 mittlerweile. Und jetzt zeigt René Witzter mal, was in ihm steckt. Und freut sich auch dementsprechend. Nur kann er das nicht konstant durchbringen. Das ist das große Problem noch bei René Witzter. Und so entscheidet Kevin Köstner das Match für sich und natürlich über seine Doppel 6. Egal, wir springen in das nächste Match rein. Da hat es David Nachreiner, der German Eagle aus Waffenbrunn in Bayern, der dreifache U14 EDF-Europameister mit Ercan Sucagi aus Salzburg zu tun. 88er Checkout vom 12-Jährigen. Steht schon 3:0. Das ist jetzt die Phase, wo Ercan Sucagi eigentlich dranbleiben müsste. Hat aber immer wieder Checkprobleme. Sein Kontrahent auf der Doppel 8. Er gibt ihm nochmal die Möglichkeit. Muss korrigieren. Doppel 3. Und der Pfeil geht sicher 2 bis 3 cm unter das Doppelsegment. Und dann kennt Nachreiner kein Erbarmen. 4:0, 5:0. Wir sind in der entscheidenden Phase des Matches. Wird es etwa ein Whitewash? 72 noch. Für den einzigen bayerischen Spieler in der Radical Darts Thunder League. Und der macht das großartig. 6:0, Check 72. Gratulation, David Nachreiner. Und wir schauen noch schnell zum Match. Erster gegen Zweiter. Das ist der Tabellenführer, Fabian Stütz. Er hat es zu tun mit dem Wiener Neustädter Nico Langer. Und Fabian Stütz legt hier gleich mal furios los mit einem 128er Checkout. Diesen Mann kann man ganz ruhig schön langsam in die Erwachsenenserie dann bringen. Doppel 10. 2:0. Der spielt echt schon ganz, ganz starke Starts. Aber auch Nico Langer blitzt dann auf und präsentiert hier einen 14-Darter. Das sieht man schon, da ist wirklich ganz große Klasse unterwegs in der Jugendserie. Steht dann schon 5:3 und Nico Langer kommt nicht mehr wirklich ran. Vergibt hier die eine oder andere Chance. Scheint nicht ganz bei der Sache zu sein, hat ein bisschen einen Trainingsrückstand aktuell. Und er wirkt gelassen. Fabian Stütz gewinnt 6:3 und baut die Führung aus
das im direkten Duell. Wir gratulieren sehr herzlich. Ja, es war das Match Erster gegen Zweiter. Was waren jetzt die ausschlaggebenden Gründe, warum du nicht ganz mithalten hast können mit dem Fabian? Naja, ganz mithalten. Ich habe einfach weniger getroffen als er und meine Doppeln sind einfach schlecht gewesen. War das die vergebene Siegchance eventuell schon? Ja, das kann man so oder so sehen. Ich habe jetzt im Moment nicht viel trainiert, weil ich ja jetzt in der Berufsschule bin. Und da muss ich einfach lernen und Gas geben. Jetzt hast du nach vorne schauen und weiter Gas geben. Bist schon fast durch? Fast. Ja, siebter Spieltag war schon, ist heute. Und jetzt kommen nur drei. Schauen wir, was da noch passiert.